Hallo und herzlich willkommen bei Pantoffelkino. Heute mit Christian, Volker und Mario. Hallo, moin moin. So, es geht nämlich um Kein Pardon von und mit Harpe Kerkeling. Da schauen wir mal kurz rein. Ja, Peter Schlönske, gespielt von Harpe Kerkeling, ist ein riesen Fernsehfan. Und vor allen Dingen eine Show guckt er besonders gern. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Mit dem Supermoderator Heinz Wäscher. Und die ganze Familie verehrt diese Show. Und als er dann Geburtstag hat, besorgt die Familie ihm dann, meldet ihn an zu einem Talentwettbewerb, der dann in dieser Show stattfindet. Und Peter Schlönske ist dann ganz aufgeregt und performt dann da auch musikalisch. Und das geht natürlich ordentlich in die Grütze. Und ja, er ist dann natürlich ziemlich enttäuscht, hat dann aber die Gelegenheit, als Kabelhilfe dann erstmal auszuhelfen dann in dieser Show. Und merkt dann eigentlich, diese heile Welt, die er so verehrt, den großen Heinz Wäscher, was das eigentlich für ein riesengroßer Mist ist und was das alles für unsympathische Charaktere sind. Und er wird sehr, sehr schlecht behandelt als Kabelhilfe und er ist völlig genervt. Seine ganze heile Welt, Fernsehwelt bricht zusammen. Und er versucht das vor der Familie zu verheimlichen. Naja, und das ist eigentlich schon so der große Hauptteil in diesem Film. Es geht natürlich ums Fernsehen. Eigentlich ist es ja der perfekte Film für dich, ne? als Filmkritiker, als Fernsehkritiker. Ne? Ne? Ja, und es sind wahnsinnig witzige Dialoge und für mich eine der lustigsten Komödien, der deutschen Komödien, die ich wirklich kenne, so nach Papa und The Powders, der Doppelgänger und so weiter und sowas. Also das ist wirklich einer der Komödien, die ich, glaube ich, auch schon bestimmt schon 12, 15 Mal gesehen habe. Ich kann immer wieder drüber lachen. Harpe Kerkeling, großartig hier. Und auch die Besetzung, wer da alles mitmacht. Also das ist wirklich hochkarätig. Ne? Also Heinz Schenk spielt diesen widerlichen Heinz Wäscher und er macht das großartig. Ich fand Heinz Schenk ja immer total sympathisch in der blaue Bock und so. Und das ist das genaue Gegenstück hier in diesem Film. Und das macht er. Ich glaube, das hat ihm auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Arschlochrolle von diesem Moderator zu spielen. Obwohl er mit einigen Szenen nicht ganz einverstanden war, aber da komme ich gleich nochmal zu. Dann Elisabeth Volkmann, die da mitmacht, die Mutter von Harpe Kerkeling gespielt. Dirk Bach hat hier eine kleine Rolle. Ne? Und ich liebe diesen Film und eine Aneinanderreihung von Hunderten von Gags, die man teilweise heute noch ein Käffchen und so alles, was man so ein bisschen noch so übernommen hat, so in den Alltag. Ne? Ja, wir haben uns gerade schon in der kurzen Drehpause hier die Zitate um die Ohren geworfen. Ja, genau, genau. Und das ist bei diesem Film wirklich so. Du kannst so viel aus dem Film Wahnsinn. Zitieren, so viel kultige Sprüche und ja. One-Liner irgendwie. Ja. Das ist wirklich sehr witzig. Ja, ist für mich auch tatsächlich einer der witzigsten deutschen Filme, die ich kenne. Ich kann wahnsinnig lachen bei dem Film, weil das ist alles so schräg irgendwie. Und es macht einfach Spaß. Also auch bei ihm zu Hause mit Oma und Opa und dann eben mit der Mutter und diese spießige Familie mit den Schnittchen. Und so, ne? Das passt aber auch in diesem Studio Heinz Schenk natürlich als Unsympath. Und ja, Heinz Schenk ist damit auch letztendlich, ist er ja damit unsterblich geworden. Ja, weil blauer absolut. Bock kennt Jüngere gar nicht mehr. Das ist ja ne? Kennen Jüngere kein Pardon? Das war auch sofort mein Gedanke. Doch, also ich stelle immer wieder fest, dass das ein Film ist, den auch Jüngere durchaus kennen. Ob die ganz junge Generation, weiß ich nicht. Aber jedenfalls hat der eher noch, ist der eher im Gedächtnis als der blaue Bock, glaube ich. Aber ich weiß nicht, vielleicht. Naja, jedenfalls, toller Film. Ich finde den wunderbar. Es gibt auch mittlerweile auch ein Musical davon. Ja. Mhm. Da ist ja auch, da hat ja Dirk Bach wiederum den Heinz Wäscher mal gespielt eine Zeit lang. Der ist ja nun mittlerweile schon tot, wie wir wissen. Roberto Blanco hat mal Heinz Wäscher gespielt. Die haben immer irgendeinen Star, irgendeinen Showstar haben sie immer, der den Heinz Wäscher spielt. Sehr interessant ist auch der Audiokommentar. Das sollte man sich unbedingt mal anhören. Da erzählt Harpe Kerkeling von den ganzen Dreharbeiten. Und da sind so viele Details, die man vorher gar nicht kannte. Das ist Wahnsinn. Ne? Und also es ist sehr, sehr interessant. Er sagte zum Beispiel, Heinz Schenk war nicht mit allen Szenen einverstanden. Er spielt ja da diesen
diesen busengrapschenden Moderator, das hat ihm nicht so ganz gepasst im Film. Also da mussten sie ihn so ein bisschen überreden dann halt. Da war er nicht so ganz einverstanden. Und er sagt auch einmal, die ganzen alten Leute hier im Publikum, ne, müsst ihr die alle nach vorne setzen. Auch damit hatte er so ein bisschen Probleme. Ja, gut, ne? Das ist halt eine Image-Sache. Ja, aber wenn er schon so eine Rolle annimmt, in der er quasi natürlich das Gegenteil spielt, was natürlich man von ihm erwartet, dann muss das sein. Das hat ja auch jeder Zuschauer verstanden, dass das natürlich eine Patenrolle ist. Ist ihm ein bisschen schwer gefallen. So, ist das denn auch euer Humor? Ich finde ihn witzig, muss ich auch sagen. An dem Tag, als ich den das erste Mal habe ich meine Frau kennengelernt, also wir haben ihn gemeinsam geguckt. nein, ich finde ihn witzig, ich finde ihn jetzt nicht so sensationell wie ihr, weil, er hat viele sehr lustige Momente. Ich finde, dass er in der letzten halben Stunde so ein bisschen, also wenn es auf das Obligatorische, er kriegt ja nachher dann den Job und wird ja genauso wie er, dann das ist zwar für die Handlung recht wichtig, aber ich finde, da ist er nicht mehr so wirklich witzig. Da stimme ich sogar zu, ja. Ich finde auch also, die ersten zwei Drittel lustiger. Die ersten zwei Drittel sind wirklich witzig. Das persönliche Glücksmelodie und mein Vater hat drei lustige Schweine. So. Also diese Nummer, die man ja auch teilweise von der Bühne schon von ihm kannte, sind wirklich witzig. Er hat eben schräge Typen, eben auch diese Tante, die da immer sitzt und erzählt, wie sie Schmerzen hat. Wie wenn man mit der Kettensäge. So, der hat seine Momente, aber ich finde immer noch Club Las Piranhas besser. Das wäre mein zweiter Lieblingsfilm von H.P. Kerkeling. Aber das ist so, die sind aber relativ nah auf. Also ich finde ihn sehr gut. Als vom Filmischen ist er jetzt natürlich nicht aufregend, aber er hat seine Lust. Ich mag ihn insgesamt. Ob das auch mein Humor ist? Erstaunlicherweise eher nicht. Also ich halte viel von H.P. Kerkeling. Ich finde ihn wirklich klasse. Der hat unheimlich viel drauf. Der kann wirklich viel. Mhm. Aber ich finde ihn deutlich stärker in seinen Shows, wenn er improvisiert, wenn er echten Menschen begegnet und spontan irgendetwas macht, so wie er es damals bei Total Normal vor allen Dingen gemacht hat. Da fand ich ihn genial. Hier in dem Film fand ich das, ich finde es teilweise tatsächlich ein bisschen anstrengend. Also was ihr als sehr gelungen bezeichnet, zum Beispiel diese Mutter, wo die Tochter den Mund nicht aufkriegt beim Vorsingen. Das ist ja aus der Show. Mit Bettina, ja. Mhm. Die gab es ja schon bei Total Normal. Ja, gut. Trotzdem fand ich dieses, mein Vater hat, als das dann zum vierten Mal kam, irgendwie anstrengend. Und auch die Sachen, die du schräg fandst, so in der Familie, ich fand es teilweise ein bisschen nervig. Ich habe den damals einmal gesehen und fand ihn nicht so dolle und habe ihn jetzt auch erst das zweite Mal gesehen. Also ich kenne da überhaupt keine Zitate auswendig und so. Und ich fand ihn wieder nicht so dolle. Also natürlich auch jetzt nicht sagen, dass er völlig misslungen wäre. Wie du schon sagtest, der hat einige sehr witzige Sachen. Ich finde den Besetzungs-Coup mit Heinz Schenk auch klasse. Das war eine geniale Idee. Ich finde dieses Lied witzig, hat keine Grenzen. Das hat auch was. Aber ich finde auch viele Sachen halt ein bisschen sehr albern. Und der Film will ja aber auch irgendwie so eine Mediensatire sein oder darauf, also zeigen, wie das da im Fernsehen abläuft. Und dafür ist mir das alles deutlich zu plump, wie das da passiert und deutlich zu derbe. Satire und auch, ist es in dem Sinne auch nicht. Und auch das Tempo, in dem er dann halt zu dem gleichen Arschloch mutiert, was aber eigentlich überhaupt nicht zu der Figur von vorher passt. Also ich finde das null überzeugend. Ja. Es ist mir ein bisschen zu plump, das Ganze. Wenn du zum Beispiel vergleichst mit Leuten, die wir auch beide toll finden, wie Loriot oder auch Gerhard Polt, das ist ja viel subtilerer Humor. Ja, klar, natürlich. Und der, finde ich, ist auch besser gealtert, weil Loriot ist heute immer noch annähernd genauso, wirkt immer noch genauso wie damals, wenn es den Blick auf die Absurditäten der bürgerlichen Leute Das packt. Sehe ich an meinen Kindern, die Loriot zum Brüllen finden. Ja. Ich finde das großartig. Und Polt ist schon wieder ein bisschen spezieller, auch durch den bayerischen Einschlag, den er dabei hat. Finde ich aber auch, wie gesagt, deutlich intelligenter. Und Kerkeling kann auch viel. Und hier ist mir das alles ein bisschen zu simpel und so ein bisschen zu albern und schräg, das Ganze. Ich finde es nicht eines seiner stärksten Werke. Was ist denn sein stärkstes Werk? Naja, wer hat die Sendung? Also die Show. Achso, bei den Filmen meine ich jetzt. Filme, ich finde auch den Club Las Piranhas, das war ja ein TV-Film, den fand ich auch zumindest besser als Kein Pardon. Mhm. Aber die Filme sind alle nicht also so stark, wie er in seinen Shows ist. Ich habe dann noch irgendwann Samba in Mettmann gesehen. Der ist blöd. Der war misslungen. Witzig. Mein Bruder lebte mal in Mettmann. Es war ein Film, den wir gemeinsam gucken. wer diesen Stadtnamen zum ersten Mal hört, denkt ja immer, die gibt's gar nicht hier, nicht?
Ja, auch den Horst Schlemmer-Film, diesen Wahlkampf-Film. Das ist auch nett. Also ich finde ihn, ich finde die Filme nicht am stärksten und ich finde den halt jetzt tatsächlich nicht so ganz genial wie ihr beide. Wird nicht so weit gehen zu sagen, der ist misslungen oder ein schlechter Film. Der hat schon sehr schöne Sachen. Ist viel Schönes bei. Einiges Schönes bei. Aber insgesamt war das für mich jetzt nicht so ein Riesenvergnügen, den nochmal zu gucken. Na, und genial wäre auch ein bisschen ein großes Wort. Okay. Aber ich finde ihn wirklich einfach sehr lustig. Ja, ja. Ich muss bei dem Film andauernd lachen. Also, aber ich glaube auch, wenn du sagst, von wegen gehalten, wenn du dem jemanden, der Happy Kerkeling nicht kennt, heute diesen Film zeigst, sagt er vielleicht auch, was ist das denn? Das kann sein, ja. Und ich finde schon, dass der klar in den 90ern verhaftet ist, in seiner ganzen Machart. Ja. Top besetzt finde ich ihn, wie gesagt, auf, was die Familie an Dirk Bautzenbach als nörgelter Opa, das macht er ja super. Also das ist ja, das passt gut, ja. Und der hat ja immer diese Rollen gespielt. Immer. Otto der neue Film. Da fand ich ihn noch viel besser. Immer diesen Nörgler halt. Ne? Das ist herrlich. Ne? Ja, ja. Wie so ein Volkmann, die Oma finde ich klasse. Ne? Also, du sollst doch nicht vom Türken essen. Mit einem Bollerwagen bin ich. Bollerwagen. Ja, es macht Spaß, den Film zu ziehen. Ja, absolut. Da sind sie in ihrer Welt. Ich bin da nicht so tief drin und ich komme da auch nicht mehr so tief rein. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.